Wobei ich jetzt sehe, für BD1 aussehen alle Medaillen. Na, egal, das ist fast unmöglich, keinen Schaden zu bekommen. Welle 1 von 5. Oh, was bist du denn? Um keinen Schaden zu bekommen, muss man ja wirklich der Profi sein. Ah, das sind diese Dinger hier. Dann darf ich auch schon so ein Monster gar nicht treffen, versehe ich auch nicht. Und schon habe ich die Herausforderung, keinen Schaden zu bekommen, verloren. Weil ich einmal schon Schaden bekommen habe. Ich würde sagen, das ist fast unmöglich, keinen Schaden zu bekommen. Ja. Ich muss jetzt schon Stim einsetzen. Der ist schon sehr schwierig hier. Ah, jetzt hätte ich ihn fast bekommen. Machen wir es eben so. So, Welle 1 geschafft. Und ab in die Welle 2. Und diese Dinger wieder. Wo wir relativ schnell zu erledigen sind. Ich bin auch gleich erledigt. Okay, jetzt wieder das hier. Voll daneben. So, das war auch eigentlich ganz gut, dieser Treffer gerade. So, jetzt haben wir den und das andere. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Nidak. Sollten wir auch gleich haben. Ich komme gerade nicht weg, das ist gemein. Gut. Welle 2 geschafft. Ab in die Welle 3. Ach, zwei Wächter. Eigentlich muss ich nur einen Kristall rauswerfen. Nämlich so. Und dann haben wir den ersten. Was machen wir mit dem zweiten auch nochmal? Und das war's mit dem Wächter. Welle 3 geschafft. Ab in die Welle 4. Von jedem ein. Also müsste ich. Ich glaube, ich sollte mal das kleine Biest besiegen. Oder den Wächter erstmal. Ja, dieses Zillow-Biest. Nee, das hieß anders. Ich glaube, das ist ein Nidak hier. Erst müsste der weg. So, was ich also bekomme, keine Ahnung. Aber der ist auch weg. Dachte ich, jetzt ist er weg. So, Ding raus und zerstören. Und damit haben wir auch Welle 4 geschafft. Ab in die Welle 5. Ein Zimmer haben wir noch. Und wieder so ein Aktionsbrut. Ah ne, das ist doch dieser eine, der uns damals ins Gefängnis gebracht hat. Hätte ich gedacht. So viele Monster oder so viele Gegner sind fast gemein. Erstmal das kleine Ding wieder. Okay, ich habe mittlerweile fast gar nichts mehr gesehen. Okay, das kann ich abwehren. So, den kann ich erstmal besiegen jetzt. Ich kann mich voll auf den Einzelnen hier konzentrieren, damit wir auch die Welle hier schaffen. So irgendwie herziehen muss man das immer, glaube ich. Das war dieses komische Ding damals, der Endboss in der Arena. Wo wir damals ja waren. Und der uns ja damals irgendwo gefangen genommen hat. Gut, da ist man abgeschlossen. Auch wieder alle Gegner besiegt, aber die anderen keine Chance. Gut, aber die nächste Herausforderung auf Bogano. Wieder 5 Wellen. Ich glaube, es waren gar nicht auf jedem Planeten 5 Wellen. Wir werden es ja sehen. Welle 1 von 5. Lustig. So, das waren diese Krabben hier. Ich denke, ohne Schaden das zu schaffen, ist fast unmöglich. Am Anfang war ich ja hier die erste Welle. Aber keine weiteren Wellen. Das erste Schaden, aber vielleicht schaffen wir ohne Stim. So. Ach, da ist noch einer. Gut, die erste Welle geschafft. Ab in die zweite Welle. Auch noch möglich. Ah, es sind viel zu viele Gegner gerade. Erstmal die hier kontern.
Dann schießen die da oben auch sogar noch. So, ich habe erstmal einen, danke. Nach und nach schafft man es vielleicht. Wäre vielleicht ganz praktisch eine Doppelklinge gerade. Gut, wechsle ich mal zur Doppelklinge. Dann mache ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden bei den ganzen Leuten. Hau ich meinen Stim erstmal. Jetzt kann ich mich auf die Dinger hier konzentrieren. Achtung, er kommt. So, den haben wir auch. Jetzt können wir mich um die hier. Oder um den letzten, um genauer zu sein. Sehr schön. Welle 3 geschafft. Nee, gar nicht. Welle 2 geschafft. Ab in die Welle 3. Da ist so ein einfaches Schwert wie effektiver. Ich komme gerade gar nicht klar. Das ist viel zu viel Linken auf einmal. Dann haben wir eine Rakete hier. Erstmal zurückschleudern. Jetzt sind die Raketentruppler schon mal weg. Das eine sogar weniger. Meine Schwachstelle. Weil es viele Gegner hier gerade sind. Jetzt ist die Bezahlung fällig, was? Der ist ja einmal gegen mich gelaufen. Na gut, wir probieren es nochmal. So, Welle 1. Das Prinzip ist immer gleich. Wir kriegen ganz viele Monster, nur... Welche Monster das sind, ist immer unterschiedlich von Planet zu Planet. Prinzip ist ganz nett, aber ist natürlich auch nichts Dauerhaftes hier. Und wer weiß, vielleicht auch für einen Planeten vielleicht gleich mal die ganzen Bossgegner bekommen. Und die ganzen Bosskämpfe. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja vielleicht sehen. Gut, jetzt weiß ich, kommen gleich mehr Gegner. Schon mal die Doppelklinge aktivieren. Vielleicht kann ich auch erstmal abhauen. Die Blasterschüsse parieren. Nein, nicht wirklich. So viel zu Gegner. Viel zu viele Gegner hier. Kann man sich gar nicht so richtig konzentrieren, finde ich. Einfach nur ein wildes Gemetzel, nur noch. Hilfst du mir mal, bitte? Ah, man kann sich nicht auf alles konzentrieren. Da muss ich ja noch gucken, dass er die richtigen Stims nimmt. Jetzt nur nochmal. Gut. Jetzt sind die erstmal weg. Jetzt kümmern wir mich kurz um die hier. Guck mal, es sind viel zu viele. Ich kann nicht mal angreifen, weil mich alle unterschiedlich nacheinander angreifen. Also ich will mich ja nicht beschweren. Das macht echt Spaß hier, dieser Modus. Das ist nur manchmal sehr kompliziert und vielleicht ein bisschen unfair an manchen Stellen. Ich meine, wie soll man hier sich gegen die ganzen bewähren? Oder bestehen? Behalte mir Doppelklinge, damit ich gegen den hier bestehen kann. So, vielleicht schaffe ich es auch, den Okto so zu besiegen. Kell steht auch nicht mehr auf, manchmal. So, der Okto ist gleich weg. Der Okto ist weg. Jetzt schalte ich erstmal die beiden hier aus. Gut, der auch weg. Jetzt kümmere ich mich um den hier. So. Kannst du gerne machen, Chonk. Ich schaffe ihn mit einer Klinge. Erstmal ein Stim nehmen. So, abhauen. Das war gut. Tja, man kriegt natürlich so die nicht mehr gescannt mit BD. Welle 4. Da bist du wieder. Ich glaube, der ein bisschen einfacher hier war. Der hat doch gleich nichts mehr, der eine hier. Achtung, weggeblendet. Okay. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht gerade. Ich komme hier nicht mehr raus. Also, manchmal steckt man so hier drin fest, dass man gar nicht mehr rauskommt.
wird einen Fehler machen. Willst du das hier übernehmen? Ja, ich mach das schon, keine Sorge. Keine Chance, die letzte Welle werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich dafür schon zu viele Sims wieder benutzt habe. Ich glaube, der schafft es gleich noch. Du kannst mich dir nicht ausweichen. Das merke ich schon. Du machst mir keine Sorgen. Es geht dahin mit ihm. Einer ist hier noch. Ein so ein Käfer. Ja. War zu erwarten. Aber ich glaube, ich beende das euch erstmal. Die Ausforderungen sind immer dieselben. Ich kämpfe immer gegen die gleichen. Vor allem sehe ich hier noch 10 Wellen. Ich gehe mal kurz in Brake rein. Ich will gucken, welche 10 Wellen. Das kann man auch unmöglich schaffen. Ich habe ja schon 6 Stims. Mehr sind ja fast gar nicht mehr möglich. Ich würde fast sagen, auf jeden Fall habe ich ja schon welche gefunden. Ich spiele es noch mal an, aber ich werde nicht alle Wellen hier machen. Und schon gar nicht eine Medaille kriegen, weil keine Stims oder beziehungsweise gar kein Leben verlieren. Das ist ja gut wie unmöglich. Glaubt ihr einfach mal. Wenn es nur so ist, dann ist es natürlich unmöglich mit 10 Wellen, aber. Ich bin fertig mit dem. Gut, das war die erste Welle. Ab in die Welle 2. So, wenn man mal einen Blasterschuss abblockt mit der einfachen Klinge, ist es natürlich relativ einfach. So, ab in die Welle 3. Wenn er entkommt, richtet uns das Oberkommando her. Aus. Gut, da sind wir ein paar mehr hier. Aber egal, ich nehme trotzdem erstmal die Einzelkönige hier. Für den Anfang. Ja, ich muss schon Stim nehmen, also. Wir müssen Glück haben, dass sie gerade einen nicht angreift, wenn man Stim auch mal endlich nimmt. Also fast schon sehr schwierig. Dann versucht man gar keinen Schaden zu bekommen, das ist so gut wie unmöglich. Man kann versuchen, es zu verlangsamen. Das wäre auch nochmal eine Idee. Probiere ich nochmal in der nächsten Welle aus. Zumal, wenn er einmal zusteht, kann er nicht gleich blocken. Also, der ist hier ein bisschen blockiert. Kann ich sagen, ich schlag zu und beim anderen blocke ich gleich mal. So schnell ist Kell nämlich auch nicht. Und dann haben wir den hier. Ich denke, die nächste Welle werde ich nicht überstehen. So, Welle 4. Nee, das überlebe ich nicht. Kann natürlich verlangsamen, aber. Das glaube ich nicht, schaffe ich nicht. Wobei, sieht es gar nicht so schlecht gerade aus. Vielleicht muss ich echt mal die Doppelklinge öfters einsetzen. So, gleich oben blocken. Ja, vor allem, wenn ich einen block, kommt der andere gleich. Was sagtest du? Ja, du bist der Letzte da oben. Gut. Welle 4 geschafft. Ja, dann noch die Dinger hier. Boah, das ist viel einfacher. Also nicht der hier. Es wird nur eine Minute dauern. Hallo, Kerl, mach doch bitte mal was. Das wollte ich gar nicht so. Aber nett, dass es auch funktioniert. Nee, komm ich auch nicht. Sobald die. Nee, keine Chance. Sobald die Flammen dich einmal treffen, kommst du dann nicht wieder raus. Kerl ist so davon irritiert. Wenn er einmal getroffen wird, kommt er aus den Flammen nicht mehr raus. Auch keine Chance. Aber das soll es gewesen sein. Ich werde nicht alle Wellen hier schaffen. Eigentlich alle Medaillen. Mir ist auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber ich beende das Projekt an dieser Stelle. Ich werde nicht mehr die ganzen Planeten abbesuchen nach den 100%-Dingern. Wir haben ja alles gesehen, das sind vielleicht ein, zwei kosmetische, also sind nur kosmetische Teile. Aber ein, zwei Sachen, die man vielleicht übersehen hat. Vielleicht werden wir im Stream mal die neue Reise Plus spielen. Vielleicht werden wir im Stream auch mal alles hier schaffen, aber definitiv nicht mehr in diesem Let's Play. Was ist denn noch Kampf? Kampfraster. Erstelle einen Kämpfer, indem du auf dem Kampfraster Gegner platzierst. Ja, ich gucke es mir aber noch kurz an.
Meditationsarena. Bogano-Gewölbe. Komm, ich geh mal ins Bogano-Gewölbe. Jetzt kann ich da scheinbar noch einen Gegner platzieren, das habe ich gelesen. Das ist ja die zweite Sache, die noch hinzugekommen ist. Okay, ich kann jetzt anfangen. Für Punkte. 100 Punkte darf ich hinsetzen. Ich möchte gegen Terran Malikos kämpfen. Den setze ich hier hin. Und ich habe gelesen, man kann auch Unterstützung auswählen. Ich will mal nur gegen... Ja, Terran ist aber böse. Ja, ich spiele auf einer kleinen Arena. Alle Gegner... Es hieß, dass man irgendwie noch Freunde hinzupacken kann. Aber ich lasse es erstmal so. Ah, da steht er. Kämpfe, wenn du's wagst. Na, so ist einfacher. Okay, so kann man vielleicht, wenn man möchte, nochmal die Kämpfe nachspielen. Indem man in dieselben Settings geht wie damals. Ist ja nur eine kleine Spielerei jetzt. Ich will euch nur den Bonus auch nochmal zeigen, der neu hinzukommen ist. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Wie gesagt, ich will euch den Modus einfach nur zeigen. Ihr könnt es selber ausprobieren. Ich glaube, es ist nur möglich, wenn man das Spiel durch hat, ne? Aber so schwer ist das Spiel auch nicht. Irgendwann werde ich es auch durchspielen. Aber ganz interessant, was sie sich damals einfallen lassen haben. Zum Star Wars Tag. Ich bin zu schnell für dich. Okay, so wird es funktionieren. Ihr habt es gesehen. Aber ich werde nicht weiter kämpfen. Ja, das war's für das Projekt Star Wars Jedi Fallen Order. Ich würde fast sagen, wir sehen uns im Teil 2 wieder. Aber es wird noch 2 Jahre dauern. Deswegen sage ich, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Was ist, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Oder beziehungsweise hoffe, dass ihr Spaß habt beim Let's Play. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Let's Fire AD. Und tschüss.